Was geht, ihr geilen Klubschketiere? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Titanfall. Wir sind hier wieder unterwegs in der Open Tech Test Beta. Und ja, wir spielen die neue Map, wie man am Ende der letzten Folge gesehen hat. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Ich konnte mir den Namen nicht merken, weil ich noch die Abmoderation machen musste. Aber die Gerüchte stimmen, es gibt eine neue Map. Das ist nice. Oh, 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 oh. Okay, da ist wieder weg. Hallöchen? Haben wir hier jemanden? Die sieht ganz schön verwinkelt aus. Ich denke, das wird eher eine Map sein, wo die Titans ordentlichen Nachteil haben, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn ich da mal so hingucke, wenn man da als Titan durchgeht, da kann man bestimmt von allen Seiten von der Reding oben beschossen werden. Da könnte man ordentlich einstecken, denke ich, als Titan. Also gibt es wohl auch Maps, die für den Vorteil von Spielern ausgelegt sind und welche, die auf Titan sind. Also mit Spielern meinte ich jetzt hier die normalen Fußsoldaten, die man halt so steuert. Aber das finde ich gar nicht mal so schlimm. Da hat man dann halt auch ein bisschen Abwechslung. So. Und dann muss man dann auch als Titan ein bisschen aufpassen. Oh, okay. Er hat mir den Arsch gerettet. Alter. Das war ein bisschen knapp. So, oh, hoppala. Das lief nicht so wie geplant. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, was ich da geplant hatte. So. Ich bin gerade voll verwirrt. Hatte ich am Anfang der letzten Folge die Begrüßung? Habe ich da die alte Begrüßung gemacht? Ich muss mich doch noch ein bisschen dran gewöhnen, denn wir haben den neuen Namen ja noch nicht lange. Und da kann ich ja nicht mehr raushauen, einen fetten Elgemelty-Gruß, denn wir sind ja nicht mehr Elgemelty. Also. Nein! Nein! Scheiße. Habe ich mit einem Alternator getötet? Ah, der Alternator, das ist die SMG, die auch, ich weiß gar nicht, kostet die auch 500? Auf jeden Fall habe ich die halt noch nicht. Deswegen gehe ich davon. Oh! Ach scheiße, ich habe immer noch Scorchy dabei. Aber das liegt daran, dass die, weil die Runden echt schnell vorbei sind hier manchmal. Also die Wartezeit meinte ich, die Runden natürlich auch. Wie man gerade sehen kann, wir spielen 314 zu 5. Also ja. Man kann nach oben? Man kann nach oben? Titan! Wo sind sie? Kommen sie, Titan, das müssen wir uns jetzt mal ansehen. Ich wusste gar nicht, dass man nach oben kann. Ja, die haben auf jeden Fall neue Animationen reingepackt, wie man einsteigt. Sieht echt nice aus. Alter, die Map ist größer, als ich dachte. Boah, das sieht auch fett aus. Das sieht richtig fett aus. Oh. Oh, ein kleiner Leck. Okay. Na, aber es läuft noch. Also, alles gut. Ah, hier oben finden dann, sollen dann wahrscheinlich die, nach den Entwicklern nach die Titan Battle stattfinden, wa? Auf jeden Fall eine coole Idee. So ein Bereich Abtrennung. Oben, wo man eher als Titan ist und unten, wo man mehr als Pilot unterwegs ist. So, den habe ich noch. Oh! Übel! Übel! Ja, was soll ich machen? Der sitzt auf meiner Batterie drauf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, haben die das genervt? Das sah gerade so aus. Ich glaube, ich habe weniger Damage gekriegt, als er meine Batterie rausgezogen hat. Alter, jawohl, ey. Wie viele Titans da ankommen? Die können doch nicht mit drei. Alter, ich hänge überall fest!
So, ich muss sie ein bisschen ablenken hier. Alter Vater. Huh. Mami, lauf. Lauf, Kind. Eine riesige Satellitenschüssel. Also hier nochmal, das sieht echt nice aus. Ich weiß nicht, soll das die Erde sein? Sieht auf jeden Fall ein bisschen erdenmäßig aus. Und... aua. Ey! Aua, aua, aua. Nein, ich treffe ihn nicht. Ah, da hauen sie ab, aber da konnte ich auch nicht viel machen. Hui! Oh, wow, daneben. Richtig stark. So, ja, das war die neue Map. Sieht ganz nice aus. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Diese Bereichabtrennung ziemlich cool. In den einen, wo eher so die Pilots unterwegs sind, und in den anderen eher so die Titans. Ja, mal gucken, wie sich das dann später durchsetzt, wenn da mehrere Titans und Pilots rumrennen. Wie das denn im fertigen Spiel aussieht, muss man mal gucken. So, ich wollte wieder Iron mitnehmen, denn mit dem spiele ich am liebsten. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und ihr könnt die Beta natürlich auch selbst austesten, den Open Tech Test einfach downloaden und... dann geht's ab. Wir sehen uns.